Mahlzeit, ihr Nasen. Herzlich willkommen zurück zu Ax Fatalis. Ich habe mir jetzt auf YouTube ein Video angeguckt, was den Umgang mit der schwarzen Bestie da angeht. Kommst du nie drauf. Nicht bei der Hektik. Also wenn man ein bisschen Ruhe hätte, sich umzusehen, wäre das sogar machbar. Aber so kommst du da einfach nie drauf. Das ist wirklich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ich bin froh, dass ich relativ viel Inventarplatz habe, sonst hätte das vielleicht auch schief gehen können. Weil die Zwergenrippchen, die wir da haben, die sind nicht für uns. Die sind für das Vieh. Und ich zeige euch gleich mal wie. Muss das erstmal wieder auf die Schlüssel kommen. So. Und dann muss ich ganz schnell auf einen anderen Gegenstand kommen. So. Wo ist es denn? Da. Ich hoffe, ich habe Luft. Das findest du nicht, wenn du nicht weißt, wo es hin muss. Das muss nämlich hier rein. Dann musste hier die Leiter hoch, Leute. Musste hier die Leiter hoch, Leute. Das war wieder ich, ne? So, ihr habt es vielleicht nicht gesehen, aber das ist da so eine Presse. Ne? Ich muss das Viech dann nämlich mit dem Fleisch anlocken. Das könnte hinhauen. Und hier ist irgendwo ein Hebel. Aber jetzt interessiert sich's da nicht mehr für. Das ist doch verflixt, nein. Geh da wieder drunter. Hallo. Habe ich noch irgendwas? Rippchen technisch. Vielleicht wird es lieber gebraten. Ne? Ja, das interessiert sich überhaupt nie dafür. Was soll denn der Scheiß? Na komm. Jawoll. Huiuiui. Sehr schön. Sehr schön. Als es unter der Presse starb, hat diese schwarze Bestie sie kaputt gemacht. Ich muss einen neuen Stein der Kraft finden, um sie wieder in Gang zu setzen. Bringen. Gut. Okay. Jetzt haben wir aber erstmal Ruhe hier. Das stand auch auf Bratrippchen, also es hat es schon getriggert, also in dem Moment wird halt eine Sequenz ausgelöst. Kaputt gemacht hast du alles. Blödes Vieh. Da war irgendwas mit Nehmen. Meine gebratenen Rippchen wieder, hallo. Ein bisschen Blatt, wa? Hätte man irgendwie noch ein bisschen weiter runter gekonnt, das Ding. So zur Sicherheit. So, dann können wir aber jetzt hier wirklich in Ruhe arbeiten. Uff. Können wir mal gucken, ob wir hier nicht irgendwie noch was... Au! Ist warm. War meine Fiese. Das ist ein Schlüssel. Hebeloge. Buch. Und hier waren noch die Triche. Das weiß ich ja nun mittlerweile. Oh Gott. Wattenkrampf. Aber geschafft. Ist Viech. Krötendrecksviech. Assi. Scheiß. Entschuldigung. Hier ist noch ein Gegenstand tatsächlich, der von Interesse sein könnte. Oh! Damit hätten wir es wahrscheinlich auch kalt machen können. Okay. Blub. Seht das? Ja, erwischt. Gut.
die Form eines Zweihänders. Wie gesagt, ich musste mir das angucken. Da kommt meine Drachenlanze. Also, seid mir nicht böse, aber das ist Humbug. Ich hoffe, wir sind jetzt mal weitestgehend verschont von solchen Viechern. Ich mache mir meine Fackel an. Hier ist nichts weiter. Habe ich mir auch wirklich so gedacht. Der Schlüssel wird wahrscheinlich da hinten passen. Das ist jetzt gerade nicht wahr, oder? Das ist jetzt gerade echt ohne Scheiß nicht wahr. Aber da haben wir eine Möglichkeit. Da muss ich bloß warten, bis das Viech kommt. Na komm. Okay. So muss, ne? Krieg dafür Erfahrungspunkte. Krieg ich, und ich habe einen Levelaufstieg, hab's vergessen. Hab's nicht mitgekriegt. Super. Ich gehe mal in Geschick rein. Objektwissen will ich hochhaben. Fingerfertigkeit will ich hochhaben. Gut. Okay. Weißt du was? Ich habe lange nicht mehr gespeichert. Das ging jetzt zu glatt. Das mit dem Feuer wusste ich nicht, mit dem Viech, aber das war ja relativ offensichtlich. Sehr schön. Ich habe erst gedacht, da müssen wir vielleicht schon anfangen, irgendwie das Schwert zu schmieden oder sowas, weil wir die Form schon haben, die da irgendwie reinschmeißen oder irgendwas in der Richtung, aber so ist auch gut. Jetzt können wir wie 10 nacheinander kommen von den Missviechern. Oh Gott. Jetzt bin ich wieder ein bisschen versöhnt mit dem Spiel, aber wie kommst du da alleine drauf, jetzt mal ohne Witz? Du hast ja jetzt, selbst wenn du das erste Viech getötet hast, was waren das jetzt so? 2 Minuten Zeit, bis das nächste kommt? Oder es wird tatsächlich erst um die Ecke getriggert? Ich weiß es nicht. Aber das ist schon hart. Dürfte jetzt hier eigentlich offen sein. Wo ist denn das jetzt hergekommen? Keine Ahnung. Hier dürfte der Schlüssel passen. Ich könnte übrigens den mal tatsächlich an den Schlüsselbund ranbatzen. Fackel das aus, macht nichts. Das hatte ich, glaube ich, wieder abgesperrt. Ist er dran am Schlüsselbund? Nein. Warum nicht? Warum kann ich nicht das Schlüsselbund mit den Schlüsseln kombinieren, sondern nur andersrum? Was soll das? Übrigens mal aufräumen. So. Noch in so ein Vieh. I don't hope so. Das. Da kann man sich aussuchen, was man haben möchte. Hier ist ein neuer Powerstein. Den müssen wir für die Presse wieder verwenden. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Sag mal, sind das deren Schlafkojen? Sieht fast so ein bisschen so aus, ne? Moment mal, ich mach mal ein bisschen Licht. Ich sehe nicht viel. Ihr auch nicht. Ich weiß es. Kann man nicht hochklettern, okay. Gut. Ja, wir haben noch eine Gussform gefunden. Gucke ich hier auch nochmal mit der Fackel rein. Ah, sonst hätte ich den nämlich gleich übersehen. Sehr gut. Und den. Tja. Da oben noch irgendwas? Magische Schriftrollen werden wir ja nicht finden. Da gehe ich von aus. Da ist nichts. Lieber einmal zu viel geguckt als zu wenig. Nischt. Und da ist eh zu. Gut. Ja. Gleich mal wieder den die Schlüssel verstauen. Sonst ist das Inventar wieder so ratze schnell voll. Hallo.
Mein Steuerkreuz hakt ein bisschen, wenn es Richtung links gehen soll. Hallo? Ich glaube fast, das geht schneller, wenn ich so rummache. Ich stehe gleich mal auf den, aufs Schlüsselbund. Und da waren wir noch nicht, okay. Ich habe echt Schiss, dass jetzt hier jeden Moment irgendwie so ein Viech nochmal kommt. Ich habe ja alles wieder eingesammelt. Es sind auch echt wenig Zwerge hier, ne? Also, gar keine. Nischt. Nischt. Schade eigentlich. Aber ich glaube, ich gucke da drüben nochmal genau. Das, da habe ich nämlich das Springen vergessen. Nix. Okay. Auch nicht. Ebenso wenig. Und schon mal gar nicht. Gut. Naja, was heißt gut? Könnte ich eigentlich gleich mal einsetzen, weil es hieß ja irgendwie, wir sollen es eh benutzen. Am Ende haben wir wieder eine tolle Verfolgungsjagd. Und ich muss nur so ein paar Viecher töten davon. Und dann springt mir das am Ende über das Dings drüber, über die Lava. Oder ich brauche das Ganze gar für den Schmiedevorgang, also in dem Fall für den Gießvorgang wahrscheinlich. Das hat es wohl doch noch überlebt gehabt. Das Aas. So. Jetzt können wir es wieder einsetzen. Okay. Läuft. Das versuchen wir mal nicht selber, von den Dingen getroffen zu werden. Aber dann auch hätte er da ruhig mitnehmen können. Okay. Dann hier weiter in dem Gang. Ah ja, der einzige Weg. Das haben wir alles erkundet, alles prima. Ist ja auch schon von der Karte erfasst. Hier ist nix. Ich habe echt um die Ecke zu gucken und dann wieder. Och, Standardgegner. Nein, keine Magie, um Gottes Willen. Ja, wie? Schaffe ich Drecksratten nie mit einem Schlag? Ja, das kann ja wohl nie wahr sein. Hübsche. So langsam müssten die doch auch mal mit irgendwie normalen Schlägen One-Hit sein. Also, das ist schon ein bisschen traurig. Ja, Mistviech. Sterbe. Hat ein Zwerg bei sich. Nochmal so ein Teil und das ist ein Goldklumpen. Okay. Spitzhacke brauche ich, glaube ich, gar nicht. Aber die wird ja gestaggert, also nicht so schlimm. Habe ich noch ein oder zwei im Inventar gehabt? Ich weiß es gar nicht genau. Das muss in so ein Fetzen. Gott, das wird mir gerade ein bisschen sehr weitläufig hier, die Geschichte. Und ein bisschen dunkel, so. Gott, hier fehlt ja nie wieder raus. Metall, okay. Ich hoffe, dass... Ja, es stapelt sich auch, gut. Ich weiß gar nicht, ob das Metall schon das Mithril ist, aber das hätte er mir dann wahrscheinlich schon als Questgegenstand eingezeigt. Kein Schimmer. Okay, da ist nix verschütt. Ich gehe jetzt wirklich hier immer an der Wand lang. Toll. Das weitet sich aus. Ey, hier hab ich doch verloren. Wenn so ein Viech kommt, das hat mich hier zack in der Ecke. Ja, die Ratten jetzt nicht, aber...
Mit denen kann ich um, aber. Noch irgendwo eine. Noch ein paar aufs Maul. Okay, ist wirklich ein bisschen duster wieder. Mache ich euch ein bisschen Licht und mir auch. Haben wieder einen Zwergenkollegen. Flasche mit Blut wieder. Es ist ein Stück Papier. Okay, das gucken wir uns gleich an. Es ist zu massiv. Ich kann es nicht aufbrechen. Ey. Hallo. Hallo. Solltest das Ding nicht wegschmeißen. Okay. Das sollte ich mir mal irgendwie vormerken. Krieg ich sowieso nicht hin. Was steht da drauf? Akanor, ich fürchte, uns geht das Mithril aus. Die Situation wird jeden Tag schlimmer. Ich kann nicht mal mehr eine Unze Mithril in unseren Minen entdecken. Wir müssen eine Lösung finden. Auredak. Naja. Mama da. Normales Metall findet sich ja. Gehe ich erstmal da rüber oder? Also hier besteht die Heilung scheinbar bloß aus Rattenfleisch. Oder Zwergenrippchen. Ist das schon Kannibalismus? Ich weiß es nicht. Ich weiß bloß, dass ich es nicht gut finde. Das Schöne ist, braten kann ich hier relativ viel. Ist das jetzt irgendwie... Jo! Da ist das Loch, brauche ich mir also gar nicht vormerken. Das ist cool. Achso, das ist ein Fahrstuhl. Okay, den lasse ich mal noch, weil ich glaube, dass ich noch nicht alles von der Karte habe. Ne, da ist nämlich noch ein Weg, der ist ein Verbindungsstück. Auch wieder ein Riesengewirr an Gängen. Dann gucken wir uns natürlich erstmal hier um. Ach ne, hab ich schon. Was habe ich denn gemeint? Ne, ich habe tatsächlich schon alles. Aha, aha. Also scheint zumindest so. Gut. Dann können wir doch den Fahrstuhl benutzen. Mal dran denken, hier sind die Fahrstühle des Todes. Bin ich da jetzt überhaupt mitgekommen? So in der Luft geschwebt. Der ist so schnell runtergefahren. Was haben wir denn hier Nettes? Was ist denn das? Hä? Ah. Da können wir das wieder benutzen. Ich brauche eine Fackel, Leute. Ich könnte es auch machen, dass ich eigentlich den Zauber benutze. Aber der geht immer so auf die Augen. Das knallrote Licht da. Ich habe so ein bisschen das dumme Gefühl, wir werden ja keinen Zwergen antreffen. Ah, okay. Das war jetzt nicht mit Absicht. Also wenn das jetzt hier irgendwie ein Geheimnis offenbart, wäre schön. Oh ja. Cool. Coole Rüstung. Ich will auch soweit. Ach ne, ich habe eine Siedenrüstung. Ich will sowas doch nicht. So. Jetzt sieht es mir aus, als ob wir langsam alles so beieinander haben, was wir bräuchten. Was haben wir da? Hm.
Was wollte ich nicht? Ich wollte hochspringen. Zum Gucken. So kann ich das nicht aufbrechen. Smaragd. Ja, vielleicht können wir bescheißen. Wo ist denn der Hammer? Da. Habe ich ihn gekriegt? Gut. So, jetzt wird's interessant hier. Was machen wir hier? Was tun wir hier? Was ist hier los? Was ist das? Ausgang. Was? Eingang. Was? Moment mal, ich krieg's gerade nicht auf die Kette, vor allem ist schon wieder das Licht aus. Ach. Was soll das? Hätte ich das erlaubt. Ich versuche jetzt einfach mal Metall hinzulegen. Nur kann ich mir vorstellen, dass das gar nichts bringt, weil eigentlich auf der falschen Seite ist. Da steht Ausgang. Außerdem geht mir eine Fackel jedes Mal aus. Ich versuche es jetzt mal so. Zack. Bisschen blöd positioniert, ne? Normal. So ist besser. Das hat so irgendwie gar nichts gebracht. Okay. Hei. Guck ich mal ins Buch rein, was drin steht. Nee, das war's falsche. Wo ist denn das Zwergenbuch? Ach, da. Ja. Um ein Metallobjekt zu erzeugen, benötigt man zwei Maschinen. Also das ist, man sollte die Schmelze benutzen. Diese Maschine schmilzt das Erz, um gleichmäßiges Rohmetall zu erzeugen. Folgende Schritte führen zum Erfolg. Man platziere einen starken Stein in der Maschine, um Energie zuzuführen. Hab ich schon gemacht. Man schiebe zwei große Erzstücke in den Ofen, jedoch keiner von unterschiedlicher Sorte. Aha, sollte die Notwendigkeit entstehen, das Metall zu binden? Okay, also ich muss da links und rechts einen Stein einsetzen. Stein, also ein Metall. Eins. Ich hoffe, die sind aber gleich groß. Sieht gut aus. Naja, mal gucken. Hat's vollgebracht, wa? Entweder habe ich es nicht richtig platziert oder... Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich guck nochmal ins Buch. So, man schiebe zwei große Erzstücke in den Ofen, jedoch keine zwei von unterschiedlicher Sorte. Sollte die Notwendigkeit entstehen, das Metall zu binden, muss man nun ein Reagenz hinzufügen. Was für ein Reagenz? Den Hebel ziehen und das Rohmetall zu erzeugen. Als nächstes kommt die Gießmaschine zum Zug, den Kraftstein in der Maschine platzieren, um Energie zuzuführen. Die Gussform des gewünschten Objektes in die Gießmaschine einführen, Rohmetall zugeben, in den Ofen, den Hebel ziehen. Jo. Das müsste eigentlich hier denn alles sein. Schwierig. Ich mache mir nochmal Licht, weil ich sehe wirklich nicht viel. Da. Ach nee. Ich habe schon mehrere angezündet. Die gehen halt bloß jedes Mal aus, wenn die Maschine am Werkeln ist. Ich kapier's nicht, muss ich gestehen. Ich kapier's halt wirklich nicht.
Ich glaube, ich probiere einfach mal noch ein bisschen rum. Und dann werken wir da in der nächsten Folge rum, wie es funktioniert. Haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt. Richtig. Arx Fatalis. Ciao.